Martin natürlich für die Organisation und die Einladung, dass wir hier sein können. Ich glaube, das war etwa ein halbes Jahr oder so. Da wurden wir gefragt, wer möchte da etwas präsentieren. Haben wir gesagt, doch, auf jeden Fall. Und ich knüpfe in der Präsentation jetzt ein bisschen an Raphael an, der schon über DATEV gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob wir es erfunden haben in der Schweiz, die Banken, aber wir beschäftigen uns ganz fest damit. LibraCorp, wir sind Dienstleister für ERP Next Implementation seit knapp 3 Jahren. Bei uns, wir machen meistens Systemprojekte, also ein Kunde kommt zu uns, möchten ERP-Systeme aufsetzen, wir setzen nur ERP Next auf. Und da kommt eigentlich fast immer die Frage, ja, wie kriege ich dann die Finanzdaten rein? Meistens, das hatten wir in der Präsentation eben gesehen, ist halt eben der Hauptstakeholder Operations Finance. Die kommen zu uns und dann geht es dann schnell halt um dieses Zusammenspiel. Wo sind die offensichtlichen Schnittstellen? In der Präsentation wird es ein bisschen technischer als eben schon. Es gibt eigentlich 2 Hauptüberschneidungspunkte. Einmal werden Rechnungen gestellt, Ausgangsrechnungen. Ich glaube, in Bälde wird auch Cyber Media über ERP Next Rechnungen erstellen. Finde ich super. Wenn man die Rechnung gestellt hat, dann muss man ja prüfen, ob die auch gezahlt werden. Ne? Ich zeige euch, wie man das klassisch in ERP Next macht und wie man es eben mit dem ISO 20022 Standard automatisch machen kann. Und das zweite sind dann Eingangsrechnungen, Spesenabrechnungen, Lohnläufe. Kann man alles über ERP Next machen, weil ERP Next ist sehr ein umfangreiches System. Ja, und klassischerweise muss man das dann eintippen, dann geht man in C-Banking und tippt es da nochmals ein. Und das muss ja nicht sein, da gibt es einen Standard für. So. Wie ist das also heute in ERP Next gelöst? Man erfasst die Ausgangsrechnung im Debitorenbereich, klickt auf Buchen. Dann ist die Rechnung erstellt, ist in der OP-Liste drin. Man schickt die raus oder das System schickt sie automatisch raus, direkt zum Kunden. So, jetzt wartet man, bis die bezahlt wird. Und vielleicht hat man einen Buchhalter, der geht einmal pro Tag, einmal die Woche ins E-Banking rein, schaut sich die Zahlungen an. Wenn das nicht viele sind, ne, wenn das so 10, 20, 30 die Woche sind, dann geht das auch. Dann steht da drin, Hubert AG hat wieder eine Rechnung bezahlt, gehe ich ins System, suche die raus, sage, Make, Bezahlung, prüft das noch kurz, klickt Buchen und ich habe die Zahlung und das Ding ist abgeschlossen. Geht okay mit 10, 20 Rechnungen, aber es ist ineffizient. Ne? Ich muss immer die Rechnung suchen, die öffnen, dann Make, Bezahlung. Das ist fehleranfällig. Die es gemacht haben, die wissen, dass ERP Next schlägt dann immer den Betrag vor, den ich in Rechnung gestellt habe. Das ist nicht immer der Betrag, der effektiv gezahlt wurde. Gerade in Deutschland, in der Schweiz, Österreich gibt es immer noch Skontoabzüge zum Beispiel. Da zahlt jemand ganz schnell und zieht nochmal 3% ab. Gibt es immer noch, auch bei Negativzinsen. Es muss nicht immer sein, dass also der Vorgabewert stimmt. Seit Version 12, so ein bisschen Thema Enterprise Ready, das ist so heute Abend, glaube ich, der Running Gag. Früher hat ERP Next immer automatisch alle offenen Rechnungen gesucht und gesagt, ah, der Kunde hat, wenn es der Kunde war, dann hat er wahrscheinlich das, alles gezahlt. Neu muss ich reinklicken, standardmäßig gibt es mir dann den letzten Monat vor. Wenn ich Zahlungskonditionen von 30 Tagen habe, findet der Standardfilter die Rechnung dann zum Beispiel meistens nicht. Ist also fehleranfällig, nicht so effektiv und es ist händisch. Ne? Ein Buchhalter, bei uns in der Schweiz kostet ein Buchhalter irgendwo 100, 120 Schweizer Franken die Stunde. Ja, da überlege ich mir zweimal, ob ich den gerne das Zeugs händisch buchen lassen soll. Es gibt auch einen Bank Reconciliation Assistent. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der den im Betrieb hat. Ich meine, vielleicht hat den jemand im Betrieb? Vielleicht täusche ich mich da. Ne? Okay, ich weiß nicht, ich habe es versucht, ich habe es immer wieder versucht, aber ich steige nicht ganz, was da rein und raus soll. Analog bei der Eingangsrechnung, ne, wenn ich eine Eingangsrechnung erstelle, im klassischen ERP Next, muss ich dann in C-Banking gehen, das gleiche nochmals eintippen und dann die Zahlung auch wieder machen im ERP Next. Das ist nicht so praktisch. Ich will jetzt ERP Next nicht schlecht reden. Ne? Das ist eine großartige Plattform und genau deshalb haben wir das eigentlich gemacht.
Auf ERP Next drauf haben wir eigentlich ein Modul, das nach dem UNIFI, Finanzstandard ISO 20022, werden verschiedene Spezifikationen, da gibt es verschiedene Transfer-Files. Primär sind das eigentlich drei, die wir brauchen. Und ich will nur auf die eingehen. Das ist COMT 053. Das ist eine XML-Datei, die können heutzutage praktisch alle Banken hier in Europa haben die zur Verfügung. Das kann man im E-Banking abonnieren, dann kriegt man das automatisch. Da sind alle Transaktionen auf dem Bankkonto drin. Ist ein XML-Standard. Dazu gibt es ein PAIN, was das dann auch immer heißt, PAIN 001 und PAIN 008. Mit dem PAIN 001-File kann man Zahlungsinstruktionen direkt der Bank übermitteln. Ist auch ein Standard. Mittlerweile sind praktisch alle Banken so weit, dass man dieses File nehmen kann, in der Bank ablegen und die Zahlungen werden ausgeführt, so wie man es im ERP Next erfasst hat. Beim PAIN 8 ist es so, da kann man Einzugsinstruktionen, das, ich weiß auch nicht, das gibt es glaube ich nur hier im europäischen Raum, wo ich also Geld jemand anderem abbuchen kann. Ne? Ich habe da einen Lastschriftzettel ausgefüllt gekriegt, gebe ein Konto an und ich buche da entsprechend Geld aus. Auch das funktioniert direkt aus ERP Next. So, und wie geht's jetzt effektiv? Ne? Ich habe also die Rechnung gestellt, anstatt dass ich jetzt Make Bezahlung mache, nehme ich dieses File, dieses COMT53-File, das ich von der Bank kriege, gehe dann im ERP Next drin, da gibt es dann eine Schaltfläche Bankassistent, da unten sieht man es, gehe da rein, sage, welches Bankkonto gleiche ich ab, wo habe ich die Datei, lege da die Datei rein und dann sage ich einfach einlesen. Und dann kommt von den Banken halt meistens Zeug, das stimmt nicht immer ganz eins zu eins mit dem, was wir im System erwarten, überein. Ich kriege also für jede Zeilenposition, also jede Transaktion, kriege ich so ein Line-Item und in dem steht dann ein Datum, steht, habe ich Geld gekriegt, habe ich Geld ausgegeben, eine Gruppe, eine Referenz, das kommt von der Bank. Und dann versucht das System, das Zeug automatisch zu mappen. Wenn ich Glück habe, hier habe ich dreimal Glück gehabt, dann hat das System alles erkannt und sagt, wenn du einverstanden bist, einfach mal blau klicken und dann wird das alles verbucht. Dann habe ich nichts mehr damit zu tun. Es kann aber sein, dass jemand, zum Beispiel, das passiert uns oft, dass Bankspesen, die werden ganz komisch verbucht, da muss man dann effektiv noch selbst rein korrigieren. Oder hier haben wir beim letzten Zahlungseingang, da war wahrscheinlich ein Skontoabzug, da muss man das natürlich entsprechend dann noch korrigieren. Das, was eigentlich das große andere ist, ist extrem einfach. Ne? Ich habe die Rechnung gestellt, dann kriege ich das File von der Bank und kann einfach die Position noch durchklicken. Ne? Also ich muss nichts mehr tippen, ich muss nicht mehr suchen, ich gehe wirklich hin und klicke dann einfach noch durch. Und meine OP-Liste ist abgearbeitet. Das geht für beide Richtungen. Ne? Also nicht nur die Ausgangsrechnung, sondern auch die Eingangsrechnung. Zahlungen ausführen ist das Gleiche, einfach noch in die andere Richtung. Auch da, ihr seht gleich, der hintere Abschnitt hier, das ist das, was wir eben gesehen haben. Also wenn ich eine Zahlung ausführe, dann gebe ich zuerst der Bank eine Zahlungsdatei, die Instruktion, das auszuführen. Und damit das System dann auch weiß, dass es wirklich ausgeführt ist, wird natürlich die Zahlung dann von der Bank wieder bestätigt. Funktionieren tut es eigentlich gleich. Ich buche meine Eingangsrechnung, das macht meistens die Administration, da kommen die Rechnungen rein, die werden richtig kontiert. Und dann habe ich ganz viele unbezahlte Eingangsrechnungen im System drin. Die meisten Firmen machen das mindestens da, wo wir tätig sind, so, die lassen das System einen Zahlungsvorschlag machen. Welche Rechnungen wären denn in den nächsten 7 Tagen fällig? Dann guckt man noch ein bisschen auf die Liquidität, schaut man, soll man da noch ein bisschen optimieren, will ich noch etwas von noch ein bisschen weiter dazu nehmen oder schiebe ich noch eine Zahlung eher nach hinten und da kriege ich dann eigentlich die Zahlungsinstruktion. Das ist aber auch ein automatischer Prozess. Ne? Es gibt also ein Modul Zahlungsvorschlag, das habe ich unten eingeblendet. Ich kann also dem System sagen, ich mache Zahlungen zum Beispiel einmal die Woche, freitags, gehe dann hin, sage, bitte alle Rechnungen vorschlagen, die in den nächsten 7 Tagen fällig werden. Und die mal zusammenstellen. In dem Fall, das sind nur Beispieldaten, ne? In dem Fall wären es 2 Rechnungen, die dann in der nächsten Periode fällig wären. Ich könnte jetzt da noch ändern und sagen, na, da zahle ich jetzt ein bisschen schneller, dafür ziehe ich noch ein bisschen das Konto ab. Oder die zahle ich jetzt noch nicht, die soll dann beim nächsten Zahlungslauf nochmal kommen. Das Gleiche geht natürlich auch für die Ausgaben. Und wenn ich dann das so
will, buche ich das, das ist ganz normaler Doctype in ERP Next, buche ich das Ding, kriege ein XML-File, das ist dieses Pane 001 und das gebe ich der Bank. E-Banking einloggen, da manchmal muss man das noch mit diesem Fototen freigeben, das kommt ein bisschen auf die Bank drauf an, aber dann wird es ausgeführt. Genau, ganz einfach. Und ich muss jetzt also nicht die Rechnung nochmal eintippen oder irgendwas, ne? Das System kennt das schon. Gleich, einfach der Vollständigkeit halber, beim Lastschrifteinzug funktioniert es genau gleich. Wenn ich Kunden habe, mit denen ich ein Lastschrifteinzugsverhältnis habe, das muss man darf ja nicht einfach Geld einziehen gehen, das ist nicht schicklich. Man muss also mit denen zuerst ein Agreement machen, Lastschriftauftrag, kann das dann im System aktivieren und dann kann man eben entsprechend Rechnungen da abbuchen. Funktioniert auch gleich, es gibt dann hier einen Lastschrift-Einzugsvorschlag, ein bisschen komisch, und da hat es natürlich einen Tippfehler, das wäre ein Pane 008, was da gemacht wird, und das bucht dann das Geld zurück, also gibt der Bank den Auftrag, Geld einzufordern. Und wenn das Geld effektiv angekommen ist, dann bucht es über das Kommt 053 den Eingang wieder in die Zahlungsliste ein. Gut, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen schnell für einen, vielleicht ein bisschen technisch. Eigentlich soll es ja ganz einfach sein. Also, was sind die Vorteile? Wir haben hier eine weitgehend automatische Bankintegration. Die ist einfach, schnell und fehlerfrei. Man kann jetzt, und ich glaube, der zweite Punkt ist ganz wichtig, Martin hat erwähnt, er empfiehlt den Firmen so einen Schritt-für-Schritt-Einstieg zu ERP Next. Finde ich absolut legitim, finde ich ein guter Ansatz. Für viele Firmen ist halt die Buchhaltung sehr was Zentrales. Ich habe gesehen, in Deutschland tendieren viele Firmen dazu, das eher dann einem Treuhänder zu geben. Der macht das dann, kostet ein bisschen was, aber der tut und macht. Meine Take-Home-Message hier, ERP Next kann Buchhaltung machen. Komma-Fehler ist so ein bisschen eine heiße Kartoffel. Aber grundsätzlich, ERP Next kann das, ne? Und kann das eigentlich ganz gut. Und ich hoffe, das kommt auch gut bei Cyber Media mit den Rechnungsstellungen. Man kann nämlich, und das ist eine große Stärke von ERP Next, alles über ein System abbilden. Ne? Und das muss dann auch nicht schlechter sein als in einem anderen System, ganz im Gegenteil. Und der letzte Punkt, da nochmal danke an Raphael für die Vorarbeit mit dem DATEV. Bei uns in der Schweiz ist DATEV nicht relevant, da haben wir dann eher das Abacus-Format, aber es gibt dann verschiedenste Anbindungen. DATEV ist schön im Core drin. Bei uns wichtiger das ESTV, das Eidgenössische Steueramt, was uns auch zum Beispiel Währungskurse direkt in ERP Next einspielt. In der Schweiz wird ja mit Schweizer Franken gehandelt. In Europa ist es ein bisschen einfacher meistens. Wir müssen da immer Währungskurse einlesen. Das heißt, wenn ich Währungen bewerte, muss ich das entsprechend korrekt tun. Für die Leute, ich weiß nicht, ob EBE in Deutschland Thema ist. In Österreich ist das so ein bisschen Datenstandard für Rechnungen an den Bund zum Beispiel. Also wenn ich eine Rechnung einer Bundesstelle stelle in Österreich, dann kann ich mit dem entsprechenden ERP Next Modul das als EBI-Rechnung, das ist auch ein XML-Standard, direkt beim Bund anmelden und kriegt dann das Geld von da. Seit dem Intrastat, zusammenfassende Meldung, das sind auch so diese, ich mag nicht Abfallprodukte sagen, aber diese Nebenprodukte, wenn man halt eben die Daten in einem System sauber pflegt. Und das geht halt dann ganz einfach, ne? Wenn man sauber gepflegte Daten hat, klappt das ganz gut. Gut. Jetzt, die einigen haben es gesehen, wir haben auch eine offene Diskussion mit Rushabh Mehta darüber, ob das in den Core soll oder nicht. Wie kriege ich die Anbindung? Wir stehen voll und ganz hinter Open Source Software, deswegen ist die gesamte App, es ist eine App auf ERP Next, es ist nicht im Core, das hat auch seine Gründe. Es ist eine quelloffene Erweiterung, die gibt es auf libracore.erpnextswiss.git. Wenn man selbst das System betreut, einfach mit diesen drei Befehlszeilen unten, kann man das Ding einfach auf jeder regulären ERP Next Installation nachinstallieren. Und das läuft dann eigentlich ganz gut. Gut. Jetzt bin ich schon durch thematisch. Noch einen kurzen Ausblick, was man auch oder wo wir dran sind auf ERP Next. Ich weiß nicht, wie viele Leute schon etwas von Zugpferd gehört haben. Ja, das ist doch schön. Es kommt ja so ein bisschen
langsam, sage ich mal, auf. Diese mittlerweile heißt es, glaube ich, nicht mehr Zugpferd, sondern Faktor X. Das ist so ein Rechnungslegungsstandard. Und ich glaube, er ist einfach noch weit weg vom Tipping Point. Wir sind der Meinung, dass der Standard eigentlich genial ist. Man hat eine Rechnung, das ist eine PDF-Rechnung, und die hat einfach einen eingebetteten XML-Rechnungsteil. Schadet also nichts, wenn man nichts damit tut, nützt aber all denen, die dieses Feature haben, und wir werden das bei ERP Next, also es gibt es im Moment schon, ist einfach noch nicht stabil genug, dass man es richtig ausrollen kann, mindestens nach unseren Anforderungen. Wir können aktuell Rechnungen erstellen, ganz normal über ERP Next eine Rechnung erstellen mit einem PDF, das dann auch schön ausschaut und das dann einen Rechnungsteil in XML enthält. Und gleichzeitig kann man dann in ERP Next auch eine Eingangsrechnung aus so einer Zugpferd-PDF wieder einlesen. Das Gute ist, dann muss man halt wirklich auch nichts mehr eintippen. Dann kriegt man eine Kreditorenrechnung, kann die verbuchen, das geht viel einfacher. Und wir sind der Meinung, dass wenn ERP Next so ein Feature noch zusätzlich hat, dann haben wir auch wirklich Enterprise-ready verdient. Gut. Dankeschön. Dankeschön für deinen Beitrag, Lars. Gibt es diesbezüglich noch Fragen hier aus der Community? Vielen Dank für den Vortrag. Das sind auch genau die Themen, mit denen ich mich gerade aktuell im Tagesgeschäft beschäftige, beziehungsweise mit der Entwicklung, wie wir das nutzen. Für mich super interessant. Die erste Frage wäre, warum wollt ihr das nicht in den Core übergeben? Als allgemeine Frage und zwei noch technische Fragen. Bei den Zuordnungen in Rechnungen kommt es ja häufig vor, dass zum Beispiel der Kunde die Rechnungsnummer nicht so verwendet, wie wir sie verwenden. Der lässt dann den Bindestrich weg oder lässt das RE weg oder wie auch immer. Also wie könntest du vielleicht das noch kurz demonstrieren oder erläutern, wie ihr da das Matching vornehmt? Das ist ein händischer Eingriff, irgendwo muss man den machen. Genau, und ähnlich wie es bei den Eingangsrechnungen funktioniert, weil in ERP Next haben die Eingangsrechnungen ja einen eigenen Nummernkreis, jeder Lieferant hat aber seine eigene Rechnungsnummer. Wie findet da das Matching statt? Das sind zwei Fragen, die mich. Also bei den Eingangsrechnungen gibt es doch ein extra Feld für die Supplier-Rechnungsnummer. So wird das wahrscheinlich dann auch gehen. Ja, genau. Es gibt bei der, das ist in der Version 12, ist ziemlich weit oben, da gibt es eine Supplier Invoice Number, wo man die Rechnungsnummer des Lieferanten einpflegen kann, also eine oder externe Rechnungsreferenz. Aber ich beginne, das stimmt, danke. Das gibt es da. In der Schweiz ist es aktuell noch ein bisschen einfacher, weil es gibt noch eine separate andere Referenznummer, die heißt dann ESR-Referenznummer. Die fällt zwar irgendwann in den nächsten Jahren weg, aber die ist dann einfach unten. Aber das, was wir bei den Eingangsrechnungen verwenden, ist effektiv die Supplier-Invoice-Number. Wenn sie gepflegt ist natürlich. Was sich da empfiehlt ist, wenn man wirklich damit arbeitet, dass man die zwingend konfiguriert. Also einfach im System dann reingehen und sagen, mandatory. Und dann kann halt eine Rechnung nur verbucht werden, wenn da etwas drinsteht. Wenn Lieferant eine Rechnung ohne Rechnungsnummer einschickt, gibt es auch immer wieder, da muss man halt einen Fantasietext, also Lieferantenname und Datum oder irgend sowas eintippen. Aber ich finde das eigentlich, ja, ist auch gangbar. Zur ersten Frage, weswegen ist es nicht im Core? Wir betreuen mittlerweile knapp 50 Enterprise-Customers, also Kunden, die wirklich operativ mit ERP Next arbeiten. Es gibt sicher den einen oder anderen, der nimmt das als tolle Datenbank-Applikation, also nicht business-critical, aber da, wo wir es business-critical haben, da haben wir typischerweise auch SLAs, also Service-Level-Agreements, wo wir halt eben den Kopf hinhalten müssen. Das heißt, wenn da ein Kunde anruft und meistens, wenn der Anruf zu mir kommt, dann ist es meistens nicht mehr so gut, weil dann ist eben, sind alle Eurozahlen um Faktor 100 zu hoch und die Rechnungen sind deutlich zu hoch. Und da haben wir eine Response-Time von typischerweise nicht mehr als 4 Stunden. Da müssen wir das Ding wieder am Laufen haben. Ich habe es beim Kommafehler erwähnt. Wir haben einen Pull-Request gemacht, wir hatten das Ding gefixt in, ich glaube, etwa 30 Minuten. Ich habe einen Post in der Community gesehen, als ich nachgeschaut habe, der ist immer noch offen. Also der Pull-Request ist nicht gemerged. Es gab mal so ein
this should be fixed now. Kommentar, ich habe mir den Fix angeschaut, der ist nicht gefixt. Das können wir uns nicht leisten. Ne? Wir sprechen da um sensitive Bankdaten, also wenn da irgendetwas nicht klappt, das kann halt manchmal bei Bankintegrationen sein, dass eine Bank den Standard anders interpretiert. Wir haben in der Schweiz so ein, zwei Spezialfälle, die betreiben da manchmal auch ein bisschen ja, wilden Interpretationsspielraum. Trotzdem müssen wir das halt dann einfach abbilden. Ne? Also eine Bank hat einmal sich entschieden, um diese Entry Details dann einfach wegzukonfigurieren, nicht mehr zu verwenden. Dann kommen einfach keine Positions-Items mehr rein. Da haben wir etwa ja, im Normalfall 4 Stunden, damit, bis es wieder gefixt ist, dass es wieder funktioniert, weil sonst können die Leute nicht mehr arbeiten. Und das haben wir mit dem Core nicht. Und ich glaube, da, das ist auch schon ein bisschen ein Punkt, was ich anfangs schon angesprochen habe mit der Version 12. Früher hatte man einen Master Branch und einen Develop Branch und es war eigentlich klar, man hat im Develop Branch ein bisschen gewerkelt und der Master war relativ stabil. Seit der Version 12 geht ziemlich viel direkt in den Version 12 Branch rein. Also man könnte jetzt sagen, okay, dann könnten wir da auch Bugfixes schneller reinpushen, obwohl auch da müsste man ja dann schauen, dass effektiv jemand ein Maintainer da ist. Das ist ein bisschen komplex und diese Komplexität oder diese Abhängigkeiten da können wir einfach für unsere Kunden nicht handhaben. Wir sind aber der Meinung, dass das mit dem, da es Open Source ist, jeder kann es haben. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn das dann irgendwann doch eingebaut ist, irgendwie in einem anderen Namen. Finde ich auch nicht schlimm. Die Idee von Open Source, das soll man ja auch nehmen können, davon profitieren können, da bin ich absolut offen gegenüber. Und die mittlere Frage war... Matching und verständliche Nummern. Ah, genau. Genau, das Matching, was das Tool macht, ist eigentlich ein absolutes Matching. Also es muss exakt das drinstehen, was passt. Das heißt, das ist eher ein restriktives Matching. Wir haben aber viele Kunden, die halt eben das dann nicht so schön abtippen, also die eben zum Beispiel RA-Bindestrich dann weglassen. Und das braucht dann manchmal noch so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Es gibt aber da ein ganz schönes Script-Insert, das teile ich gerne mit euch, das man direkt auf dem Payment-Entry einhängen kann. Dann gibt es da so eine zusätzliche Funktionstaste, ähnliche Zahlungen suchen. Und dann kann man eigentlich da so einen Filter definieren, und anhand von einem Ausschnitt, meistens kommt ja dann etwas anderes, es kommt Aviso, Abstand, bla bla bla. Und da muss man dann praktisch sagen, okay, das nehme ich jetzt raus und jetzt suche ich mal ähnliche Dinge. Und wenn man dann einen effektiven Match hat, dann übernimmt es das. Das haben wir meistens da, wo es das viel gibt, lösen wir das so. Also dass wir ein Custom Script in der Kundeninstanz implementieren, das dann eben so ein freieres Pattern-Matching machen, weil wir wollen einfach sicher sein, dass der Bankassistent an sich keine Fehler macht. Also das Schlimmste, was da halt passieren könnte, ist, dass er eine Rechnung von einem anderen Kunden versehentlich zumacht. Also wenn einer 1, 2, 3, die Rechnung 1, 2, 3 hatte und ein anderer Kunde hat die Rechnung 1000, 1, 2, 3 und jetzt schließt er aus Versehen diese statt der anderen. Das wäre halt ein schlimmstes Szenario und das wollen wir einfach vermeiden. Deswegen ist es relativ rigid. Aber ich denke, wir sollten uns da vielleicht kurz das Custom Script anschauen. Also vielen Dank, war ein super inspirierender Vortrag, weil wir hatten vorher diskutiert und ich habe auch für uns intern festgelegt, wir fangen jetzt erstmal mit CRM-Einführung an, danach mal unsere Leistungserfassungsprozesse, dann mal Projektabrechnung und die Buchhaltung vielleicht 2022. Jetzt hast du ja eigentlich so dargestellt, dass man das tatsächlich schon wagen kann. Kannst du vielleicht nochmal da ein bisschen mehr Sicherheit geben, indem du mal sagst, welche Kundengrößen und gerade ein bisschen mit größeren angeben, vielleicht die, also in welcher Dimension funktioniert das schon zuverlässig, dass man das tatsächlich schon früher wagen kann, da reinzugehen. Und das zweite kleine Thema ist, oben heißt der ERP Next Swiss, ist es jetzt sehr schweizspezifisch oder hast du auch Kunden in Deutschland oder hast du, sag ich mal, also sind da die Unterschiede eher groß oder eher klein? Wir haben lustigerweise in Deutschland selbst eigentlich eine Zusammenarbeit mit Wolfram von der TÜ-IT, der wird dann gleich im nächsten Vortrag nochmal sowas sagen. Wir bedienen eigentlich den deutschen Markt nicht selbst, wir haben Kunden in Österreich und der Schweiz und in Italien, auch lustigerweise. Vielleicht zur ersten Frage, welches ist so die Größe? Auch so wieder ein bisschen eine Anspielung auf dieses Enterprise Ready. Unsere Kunden, der größte Kunde, den wir betreuen dürfen, der hat 250 Mitarbeiter. Das ist also immer noch ein kleineres KMU.
In Anbetracht zur Größe der Rechnungsstellung, da haben wir kleinere Kunden, die sind, sage ich jetzt mal, aktiver in der Rechnungsstellung. Wir haben Kunden, die machen täglich, also unser Extrembeispiel in Anzahl Rechnungen pro Tag, haben wir einen Kunden, der macht bis zu 3000 Rechnungen pro Tag über das System und sprechen auch die Verbuchung darüber. Verbuchung der Rechnung nur oder ist es wirklich die komplette Verbuchung des Unternehmens, dass alle Geschäftsvorfälle darüber verbucht werden? Also es gibt keine Schattenbuchhaltung oder zweite Buchhaltung, sondern damit wird gemacht und das geht dann zum Steuerberater oder wohin auch immer oder so ist Umsatzsteuervoranmeldung und so da schon raus. Also wirklich, das Unternehmen wird über ERP Next komplett geführt. Ganz genau, das läuft alles. Also das ist die Rechnungsstellung, eben das, so ein bisschen um die Dimension. Eben das sind dann natürlich 3000 automatisch generierte Rechnungen, die da in den zu Peak-Zeiten pro Tag raus gehen, die werden automatisch prozessiert. Also die OP-Liste wird dann eben über den Bankassistenten abgeschlossen, aber da wird auch die gesamte Kreditorenbuchhaltung abgewickelt. Da wird dann die monatliche Steueranmeldung, also zusammenfassende Meldung, das ist eine österreichische Firma, die macht dann auch die UVA, also die U30, direkt über das System. Das Einzige, was da dann extern geht, das ist genau, wie Sie sagen, der Treuhänder am Ende des Jahres. Also da geht dann die Saldenliste und dann die Konten Blätter, die kommen dann wieder aus dem System raus. Da gibt es dann auch, es gibt ja schon in ERP Next standardmäßig, gibt es das Statement of Account, das in einem gewissen Rahmen auch anwendbar ist. Wir haben aber da meistens dann noch Zusätze, effektiv im Einsatz, also andere Druckformate, dass man halt so ein, ja, ich sag mal ein bisschen steuerberaterfreundlicheres Format kriegt. Das etwa, ja, und das Swiss an sich, wir haben es halt eben gestartet als das Schweizer Modul, also wir hatten gestartet mit der Anbindung an die eidgenössische Steuerverwaltung, ESTV, weil wir mussten da praktisch täglich Währungskurse einlesen und Steuerdaten wieder abliefern. Dann kam dann schnell halt eben die Bankintegration dazu und so ist es dann immer mehr gewachsen. Weil, nur weil Swiss heißt, heißt nicht, dass man es sonst nicht einsetzen kann. Da ist noch mehr drin, ja. Das ist praktisch wirklich... Ich hoffe, das stört nicht. Also da kommt dann Lohnanmeldung, es gibt da eben Funktionen wie Lohnanmeldung für, wie sie in der Schweiz ist, aber das kann man einfach, also ich kenne Unternehmen, die haben dann einfach eine eigene App und haben dann einfach das, was sie brauchen, reingemappt. Das war in der Version 11, war es natürlich deutlich einfacher, da konnte man sich einfach das, was man mochte, raus auf den Desktop ziehen. Das ist jetzt nicht mehr ganz so einfach, das muss man ein bisschen umständlich eher, entweder geht man da dann aufs Modul ERP Next Swiss und klickt sich da die Funktion ein. Man kann es natürlich auch ausblenden. Ne? Also wenn ich jetzt in Deutschland tätig bin und meine Mitarbeiter natürlich nicht bei der Sozialbehörde in der Schweiz anmelden möchte, dann kann ich einfach da den Doc-Type-Berechtigungen wegnehmen und dann fällt der ja weg. Ja, ich möchte noch einmal da kurz nachhaken. Also ich habe auch in Deutschland niemanden bisher getroffen, der die Buchhaltung damit macht. Deshalb ist es jetzt mal wirklich sehr hochinteressant. Aber in welchem Format gehen denn die Daten dann zum Jahresabschluss zum Steuerberater in der Schweiz? Dann muss es ja so etwas Ähnliches wie das, was hier im Zustand, wir wissen noch nicht, wie gut das funktioniert, bei uns in Deutschland sein soll, das DATEV-Export, sowas Ähnliches müsst ihr dann haben, denn es muss ja jede Buchung vorliegen. Genau. Es gibt unterschiedliche Stufen da. Es gibt bei uns eigentlich ziemlich weit verbreitet als klassische Treuhandsoftware. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Pendant zu dem DATEV. Das ist Abacus. So ein, ja, ist auch eine Software, eigentlich ziemlich vergleichbar mit DATEV. Und da gibt es, die haben nicht ein CSV-Format, die haben ein XML-Format kreiert, in dem man dann wirklich alle Transaktionen übermitteln kann. Und da gibt es ein Abacus-Export-Modul, auch im ERP Next Swiss, da kann ich sagen, so jetzt die Zahlungen aufbereiten für einen Export an Abacus und dann kriegt man einen XML-File und dann übergebe ich das. In Deutschland, denke ich, wird der DATEV-Connector das sein, was man in 90% der Fälle anwenden wird. Also das, was Raphael vorgestellt hat, ein CSV-Export, basiert halt eben stark auf dem richtigen Kontenplan, der dann eingepflegt werden muss. Aber ich glaube auch, das ist ganz was Gängiges. Ich habe auch schon gesehen, dass man, den Extremfall, den ich gesehen habe, ist ein PDF an den Steuer, an den Treuhänder, wo man wirklich einfach das ganze Ding, jedes Konto von 1000 bis 9.999
in PDF-Wrapper eingeschrieben hat. Und dann kommt immer ein neues Kapitel, kommt ein neues Konto. Und wenn man es ausgedruckt hätte, ich glaube, die haben es sogar ausgedruckt, wäre es wahrscheinlich irgend so ein Buch gewesen. Gibt es aber auch. Was wir da gemacht haben, das bin ich nicht sicher, ob das direkt in der App schon enthalten ist, das können wir aber gerne teilen. Das ist ein Druckformat, das basiert auf dem Geschäftsjahr. Und das macht nichts anderes, als das Geschäftsjahr dann praktisch in PDF wrappen. Und dann kommt einfach kundenbasiert ein Auszug. Just one quick question. So this is a debate that happens a lot of time in Frappe and the ERP Next community. As you know, ERP Next is monolith, right? Which is basically you install ERP Next, everything comes in one nice package. You don't have to go hunt for apps. You want to generate PDF. You want to file your taxes in India. You want to file your taxes in Dubai. You know, it's just one app. So I just want to understand, it is open source, right? Your app, which is anyone can find and install it on top of ERP Next. Mm-hmm. Why not make it easier mm-hmm. by sending that as a pull request to the mm-hmm. core, so that every time somebody chooses country as Switzerland, this gets activated automatically. Mm-hmm. So as I understand it, I just looked up. So the app is GNU, right? It's licensed under GNU, I guess. So the question is, why not just send a pull request and make it part of the core? Why mm-hmm. keep it as a separate app? Thanks. Yeah, we sorry for that. We had actually the same question in German already. We have an open discussion with Rushat Mehta on the same topic, and the issue really is the ownership. We have enterprise customers who expect us to have their system running basically all the time, or at least within 4 hours. And so the problem is when we change something, we find it, for example, with the currency bug fix, that this hangs for quite a while. And I know with if you have 2,000 open issues, I mean, I'm not complaining about this, but this is just a risk mitigation measure from our perspective, because we have to take the ownership towards our customers that this runs. And if there's a bug from whichever source, that we can fix it within very short time. And this is something we cannot guarantee if it's within the core. Basically, what I'm saying is there is nothing that prevents you from having your own fork. Mm-hmm. But if you can just make that little effort to send this as a pull request, mm-hmm. This would help a lot of people. Just imagine, like Deepak is here from Switzerland, and tomorrow he builds his own app, and Frappe builds its own app, and mm-hmm. Everybody. You know, yeah. I just wanted to add to this, like when we're investing 400K into that, I'm trying to make sure that every fucking dollar is a contribution to the community. Mm-hmm. If you build all these awesome things and you don't take the time to contribute to the core, it feels like you're screwing these efforts. And I understand your problems, but mm-hmm. I can't follow. Like, mm-hmm. I want our systems to be faster than fixed than 4 hours. And I assume that Frappe has customers that are as reliable as your customers are. Mm-hmm. It's not, in my opinion, not the right justification for not contributing to the core. Mm-hmm. Like, you get a lot of business out of that. And in my opinion, it's a mandatory task for you as a service provider to give that back. You did it halfway by offering a Git repo. But it feels wrong to me. There's no answer to that. That's your opinion. Feel my pain with that, and see what comes out of that for you. I don't see the problem because it's open source, and as a developer, I would actually prefer having it as a separate app, because I personally don't like mm-hmm. how Frappe handles it. That it all comes as one. I would prefer if everyone would do like you do. So,
Thank you so much. No, I think from a technical perspective, that does indeed make sense. I mean, we had the discussion with Rushab. Is it a localization? Because it's called Swiss, it actually isn't a localization. Should I force this on everyone? No, I'm not sure. Just to make this very clear for everyone, I'll just would like to show something here. Sure. And, do you need a browser? Yeah. So just to clarify for everyone else who's not been in the discussion, if we make it a localization option, then basically everyone who chooses in the install wizard Switzerland as his country, he would get it. Which basically means that every German company would by default not get it. Whereas with the custom app, you have a maintainer, you basically know the maintainer, it's LibreCore. You can install it if you like it. You can use it, but it has no strings attached. If you don't like it, you uninstall it. So I don't really see a problem with that at all. And I don't think we would get extra traction with having this in the core. Yeah, I mean, that's again open for debate. just imagine this. Tomorrow Frappe says, we will have our own app, which you have to install on top of ERP Next. And Deepak says, I have my own app. So you can already look at what's happening in Odoo, where just to get the system up and running, you need to hunt for apps. And what if tomorrow you say, you know, like, okay, screw ERP Next, I'm going somewhere else. So what happens to your clients? It could happen. To what? In the sense you want to move out of ERP Next tomorrow. It could happen, right? Mm. Like everybody has their own apps and one day they decide, okay, you know, I don't want to be part of this anymore. So what happens to your clients? They will have to move out of ERP Next as well. But if it's part of the core, it's Frappe's responsibility to continue to support it. So basically, it's in the interest of the clients to put this in the core. Yeah. Sorry if I jump in here, just very briefly, because I... 30 seconds. I'll take 30 seconds. I don't think we can transfer the responsibility for the ISO 20022 standard to the core team, because frankly, and this is not offending at all, at least it shouldn't be, I don't think there's the people there with the banking knowledge that you need to implement this. So the responsibility, it makes no sense to have this responsibility with the Frappe team. Okay. Now, thank you. Sorry, class. We leave you with this cliffhanger right now, right here. Wir können das später weiter diskutieren. We can discuss this later more and deeper if you want, but I